Was? Was habt ihr euch hier ausgedacht? Eine Schlange mitzunehmen? Ich habe Angst vor Schlangen. Raus aus dem Krankenhaus. So etwas ist hier strengstens verboten. Schnell, raus hier. Was? Darf man nicht mit einer Schlange ins Krankenhaus reinkommen? Was für ein Albtraum. Was soll ich mit meinen süßen Schnecken machen? Hallo, Justin. Heute Mittag gibt es deine Lieblingssuppe. Bis bald. Diese Köchin hat mir eine coole Idee gegeben, wie ich meine süßen Schnecken mitnehmen kann. Ich muss mich nur als Koch anziehen und meine süßen Kumpels unter den Deckeln verstecken, als ob es Essen für die Patienten ist. Haha, das war eine super Idee. Und die Uniform? Passt mir sogar gut. Ich bin so genial. Und wir fahren zusammen los. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Man muss sich so natürlich wie möglich verhalten. Oh, hi. Ich dachte, du wärst schon weg, um den Patienten Essen zu geben. Okay, du darfst rein. Ich habe Mittagessen mitgebracht. Wer möchte das leckere Essen probieren? Oh, da ist meine Freundin Nancy. Hallo, vielleicht probierst du die Leckereien. Ich habe einen sehr tollen Brei für dich. Du darfst schon anfangen. Hier, das ist für dich. Wird es etwas Essbareres geben als nur Brei? Für sie habe ich ein spezielles Gericht. Was denken Sie über Schnecken? Ihr Süßen. Haha, ich scherze. Ich werde euch niemals beleidigen, meine Hübschen. Oh, danke, liebe Frau, dass Sie mich durchgelassen haben. Guten Tag. Oh, ich bleib stehen. Also haben Sie dort ein süßes Baby? Kann ich mit einem Auge schauen? Ich habe ein Spielzeug für ihn. Lass uns mit dem spielen. Magst du Minions? Was? Warum sieht der Kind aus wie ein Affe? Ups, ich habe wahrscheinlich etwas zufällig verwechselt, als wir im Zoo waren. Vielleicht sollte ich ihn wieder nach Hause bringen. Alles klar, wir gehen. Sie werden uns nie wieder sehen. Oh, man! Mama, was für eine schöne Patientin ist zu uns gekommen. Ich kann meinen Blick nicht von ihr abwenden. Sie ist so unglaublich, dass es sogar peinlich ist zu starren. Du bist bei der Arbeit, du musst aufhören. Hallo, Jungs. Ihr müsst nicht für mich kämpfen. Ich werde jedem einen Luftkuss schicken, damit all eure Krankheiten schneller vergehen. Und ich muss zum Arzt gehen. Was sehe ich hier? Was für eine Schönheit kam zu mir in mein Zimmer. Es ist überraschend, dass ich heute zu viel Aufmerksamkeit bekomme, obwohl ich gerade beschlossen habe, meine süßen kleinen Tiere ins Krankenhaus zu bringen, damit ich während der Behandlung nicht so einsam bin. Apropos, meine Lieblingsfreunde. Und da sind sie. Das sind meine süßen Hamster. Seht ihr, wie süß sie sind. Ich konnte sie nicht einmal für ein paar Tage alleine zu Hause lassen. Ich werde immer da sein, meine Lieblingsbabys. So wird es nicht funktionieren. Ich werde nicht mit dieser Verrückten im selben Raum sitzen. Stehen bleiben? Hast du gesehen, dass man hier nicht mit Tieren rein darf? Dann gib die Ratte zurück. Wie hast du dir vorgestellt, sie ins Krankenhaus zu bringen? Sie wird hier auf dich warten. Und wer ist Nächster? Ich kann meine Lieblingskakerlaken definitiv nicht abgeben. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Genau, ich habe eine geniale Idee. Ich kann mein Glas mit Kakerlaken nehmen und es mit Bandagen binden, als wäre es eine Wolle auf meinem Kopf. Super, so werde ich definitiv reingelassen. Au, ein Baum ist auf mich gefallen. Ich habe jetzt so eine unangenehme Beule. Ich muss dringend zum Arzt. Oh, danke. Es ist gut, dass ich zum Patientenzimmer kommen konnte. Und da ist meine Nachbarin. Hallo. Hallo, mein Name ist Rachel. Was ist mit dir passiert? Hast du deinen Kopf verletzt? Das? Überhaupt nicht. Ich habe meine kleinen Freunde so versteckt, weil ich sie nicht zu Hause lassen konnte, während ich im Krankenhaus bin. Ich werde sie dir gleich vorstellen. Das sind meine Lieblingskakerlaken. Magst du keine Kakerlaken? Ich kann es nicht glauben, denn jeder liebt sie. Lass mich dir zeigen, was sie können. Sie sind so cool und süß. Schau mal. Wohin gehst du? Dein Arm ist doch gebrochen. Endlich kann ich zum Arzt gehen. Was? Was erlauben Sie sich? Darf man hier nicht mit Tieren herein? Ich kann es nicht glauben. Und Sie haben auch noch jemanden dabei. Zeigen Sie mir, wen Sie dort haben. Niemanden? Okay, kommen Sie rein. Eine kleine Maus. Ich kann dich nicht hier lassen. Aber ich habe eine tolle Idee. Ich kann dich durch das Belüftungssystem reinlassen. Du kannst durch alle Rohre klettern und dann zu mir kommen, oder? Dann geh. Und ich kann leicht und einfach ins Krankenhaus gehen. Versuchen wir's? Hey, ich habe niemanden bei mir. Was? Ich werde Ihnen die Tasche gleich zeigen. Hier ist nur ein Stück Käse. Ich liebe ihn einfach. Lassen Sie mich zum Arzt gehen. Danke. Ich glaube, dass mir niemand folgt. Dann können wir meine Maus holen. Schrei nur nicht, das ist ein Geheimnis. Ich habe ein Stück Käse bei mir, aber ich brauche es, um mein Haustier rauszuholen. Vielleicht locken wir ihn an mit der Leckerei.
Und hier kommt mein kleiner, treuer Freund. Komm zu mir. Super. Was? Hast du eine Ratte ins Krankenhaus gebracht? Mama, nimm sie weg. Ich habe furchtbare Angst vor Ratten. Sie sind so schrecklich. Nimm's weg, nimm's weg. Es ist furchtbar. Nein, mein Freund. Es geht nicht um dich. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Nun, wen haben wir denn hier? Wow, und sie planen, ihn ins Krankenhaus mitzunehmen. Das darf man nicht. Geben Sie mir Ihr schreckliches, fieses Nagetier hierher und laufen Sie zum Arzt durch den Flur. Was? Darf man hier nicht mal rein mit einem Fisch? Wie kann es sein? Ich werde euch verlassen müssen. Aber nein, ich habe eine gute Idee. Ich werde euch in die Tropfflasche reinlegen. Das wird uns sicher helfen, sie unauffällig mitzunehmen. Niemand wird vermuten, dass sich hier meine süßen Fische verstecken. Lass es uns versuchen. Und es geht los. Wow, ich höre meinen Herzschlag. Und wenn wir blasen, oh, es war laut. Stehen bleiben. Wohin gehen Sie und was haben Sie dabei? Oh, eine Tropfflasche. Ja, kommen Sie rein. Gut, solange niemand da ist, kann ich noch ein bisschen spielen. Oma, ich bin gekommen, um dich zu besuchen und ich habe deine Lieblingshaustiere mitgebracht. Oh, wie süß ist das? Du hast einen Pullover für mich gestrickt. Wie schön. Ich mag ihn wirklich. Obwohl der Stil etwas anders ist als mein Stil. Was ist in deiner Tropfflasche? Wow, ist das wirklich das, was ich denke? Du hast mir wirklich meine Fische mitgebracht. Du bist so eine gute Enkelin, Mila. Ich habe in diesem Krankenhaus meine Dori und Lori so vermisst. Ich hoffe, du vergisst nicht, sie dreimal am Tag zu füttern. Wieder tut mir mein Hals weh. Ich muss Wasser trinken. Ganz dringend. Ich habe so Durst. Was? Mama, was habe ich gerade getrunken? Ich glaube, jemand war im Wasser drin. Wer ist das denn? Ein Fisch? Aber woher? Hey, habt ihr das in mein Zimmer gebracht? Ich kann das Wochenende schon kaum erwarten. Stehen bleiben! Wohin gehen wir denn? Gibt es Tiere? Wir geben sie ab. Hier ist ein Meerschweinchen. Das habe ich mir schon gedacht. Sie haben alles auf ihrem Gesicht geschrieben. Was? Darf man keine Tiere mitnehmen? Das mit meiner Kleinen in der Tasche. Ich werde mein Haustier niemandem geben. Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Genau, ich habe eine coole Idee. Ich kann so tun, als wäre ich schwanger. Dann werde ich definitiv reingelassen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Für eine schwangere Frau ist es nicht so leicht zu laufen. Stehen bleiben. Sind Sie schwanger? Ich muss Ihr Kind hören. Darf ich? Perfekt. Wir werden gleich herausfinden, wer bei Ihnen drin ist. Was? Warum höre ich ein Murren? Zeigen Sie mir, wer bei Ihnen drin ist. Und hier ist eine Katze, das habe ich mir gedacht. Sie wollten nur das Tier mitnehmen. Verschwinden Sie von hier. Oh, wir müssen durchkommen, während der Krankenflieger schläft. Wohin gehen wir mit dem Nagetier? Das darf man nicht bei uns. Wir geben es ab, liebe Frau. Und bitte nicht weinen. Du wirst es beim Arzt tun. Wer kommt als nächstes? Darf man ein Tier nicht ins Krankenhaus bringen? Oh, ich habe eine tolle Idee. Ich kann meinen grünen Freund mit Hilfe von einem Schal mitnehmen. Ich werde ihn verstecken und niemand wird es bemerken. Das ist genial. Mein Hals tut mir so weh. Das ist ja ein Husten. Moment mal. Denken Sie, ich würde es glauben? Und Tiercheck. Da ist er. Wollten Sie auch noch eine Eidechse mitnehmen? Sie sind mit Ihren Tieren völlig verrückt geworden. Gehen Sie weg. Und hier kommt der Preis. Ein Schokoladenbrunnen. Und hier kommen die speziellen Marker. Bloß nicht die Hände benutzen. Ihr dürft die Marker nicht berühren. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft. Man muss die Marker irgendwie mit den Zähnen greifen. Oh, keine leichte Aufgabe. Oh ja, es hat funktioniert. Wow. Was? Sie haben fast alles fertig gemalt? Ich muss mich beeilen. Uff, ich habe die beste Zeichnung von allen. Genau so. Nice. Wie schwer ist das? Aber ich bemühe mich so sehr. So, wir werden es ganz vorsichtig malen. Nein, es klappt immer noch nicht wirklich. Ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, so zu zeichnen. Und es geht los. Oh, oh, oh nein, ich werde gleich fallen. So was passiert. Es ist nicht lustig. Gleich zeige ich es euch. Und ich habe mir etwas ausgedacht. Ich nehme eine Feder und werde ihre Nase kitzeln, bis sie niest. Meine
Zeichnung. Das ist nicht lustig. Nimm es weg. Was für ein Mist. Was? Saba? Sie hat auch noch mein Meisterwerk verschmutzt. Gleich werde ich dir auch das Bild verderben. So, so, so. Wir schauen auf die Uhr. Die Zeit ist vorbei. Schau dir meine Zeichnung an. Was für ein Horror. Und diese ist noch schlimmer. Und das ist nicht schlecht. Come on! Hol dir deinen Preis. Ein echter Schokoladenbrunnen. Was für ein Leckerbissen. Und wir wollen das auch ausprobieren. Und mal sehen. Oh, wie lecker. Unglaublich. Hey. Oh, was für ein hübscher kleiner Hund. Ih, das ist doch Mist. Fangt an, die Zeit läuft. Das ist doch einfach. Das kann ich gut. Und wir fangen an. Ich habe eine Idee. Riech hier an meinem Fuß. Ja, ein starker Geruch. Und dieses Mal werde ich mit den Zehen malen. Und es geht los. Und ich werde mit meinen Ellbogen malen. Come on! Oh? Oh nein! Mein Marker ist weggeflogen. Ich muss dringend einen neuen nehmen. Oh, oh nein! Es ist schwer. Und Monika hat schon alles gemalt. Die Zeit ist vorbei. Gebt eure Meisterwerke ab. Naja, es geht so. Wow, und das ist eine gute Arbeit. Wo bin ich? Oh, Zeichnung. Genau. Und, wie sieht sie aus? Furchtbar. Nimm den Mist weg. Oh nein. Warum muss ich es bekommen? Wie abscheulich ist das? Wir müssen es probieren. Wartet, das ist lecker. Das ist Schokolade. Ich werde alles aufessen. Das schmeckt super. Willst du es auch probieren? Und du? Okay, umso mehr werde ich bekommen. Und jetzt wartet eine neue Aufgabe auf euch. Zeichnet einen Fisch. Und ihr werdet ihn mit Soßen zeichnen. Und viel Glück. Es geht los. Zeit läuft. Ich werde zuerst die Käsesoße aufmachen. Gut geeignet für Gelb. Und jetzt Rot, Grün, Weiß und ich kann beginnen. Oh, es tut mir so leid. Es war keine Absicht. What? Es ist Zeit zu beginnen. Ich nehme Ketchup. Was für eine schöne Farbe. Und was für eine Konsistenz. Genau richtig für mein Bild. Die Wasabi-Soße ist perfekt für meinen Fisch. Oh nein, es gibt etwas zu wenig Farbe für meine Zeichnung. Wir müssen eine andere Farbe nehmen. Ja, Rot passt auf. Und diese Farbe auch noch. Und noch etwas von dieser. Wow, so hübsch. Ein wunderbarer Fisch kommt rein. Bei mir klappt gar nichts. Oh, ich weiß, was ich tun soll. Um den Prozess zu beschleunigen, benutze ich alle 5 Finger. Ich bin einfach ein genialer Künstler. Oh, was riecht da so gut? Ich werde ein bisschen davon probieren. Ein bisschen und noch ein bisschen. Es ist zu lecker. Oh ja. Das schmeckt unglaublich. Ew. Yes. Oh nein, oh nein. Meine Zeichnung ist jetzt verdorben.
Die Zeit ist vorbei. Leg die Zeichnungen vor. Sehr gut. Das ist ja schlimm. Und warum hast du nichts gemalt? Hey! Hol dir den faulen Fisch. Oh, wie schlecht es riecht. Es ist einfach abscheulich. Na gut, ich habe eine Idee. Wir werden es anbraten. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Es tut mir leid. Beginnen wir mit dem Aufwärmen. Und man kann es jetzt essen. Eine echte Delikatesse. Es schmeckt unglaublich gut. Seht ihr diese Süße? Es ist Zeit, ein Kätzchen auf euren Gesichtern zu malen. Genau, auf euren Gesichtern. Und die Zeit läuft. Miau. Es geht los. Okay. Oh, ich liebe Kätzchen. Die Nase ist bereits fertig. Gleich fügen wir Schnurrhaare hinzu. Oh. Super. Und Ohren. Oh. Aus mir wird ein tolles Kätzchen. Ha. 5 Sekunden. Und ich bin fertig. Und ich mache mir Pfeile an den Augen. Und unbedingt ein Maul. Ich bin ein Make-up-Experte. Sieh sie dir nur an. So unfair. Wenn sie eine Katze ist, erschrecken wir sie mit Wasser. Wir wischen ihr ganzes cooles Make-up ab. Oh ja. What? Nein, warum hast du das getan? Mein Make-up ist jetzt verdorben. Das hat Spaß gemacht. Und ich habe eine Idee. Hey, Lilly. Irgendwie klappt es bei dir nicht so gut. Lass mich dir helfen. Try again. Okay. Hier und hier. Gut gemacht. Fertig. Du siehst einfach klasse aus. Ein echtes Kätzchen. Vielen Dank. Danke dir. Und die Zeit ist abgelaufen. Zeigt eure Gesichter. Oh nein, es ist sehr beängstigend. Und das ist ein totaler Albtraum. Sie sieht doch nicht wie eine Katze aus. Monika, du hast es besser gemacht als alle anderen. Ich muss dir diesen Süßen geben. Was für ein hübscher und süßer. Oh nein, ich glaube, ich bin allergisch. Das macht nichts, Monika. Wir werden uns um ihn kümmern. Ich glaube, ich möchte Donuts. Yes! Enid ist bereit zu kochen. Wendy hat den Teig zubereitet und Oma ist immer bereit. Dann geht's los. Ich habe meinen Teig schon vorbereitet. Vielleicht legen wir ihn in eine Form und bereiten leckere Donuts zu. Was für ein Leckerbiss. Wir schließen und warten, bis sie fertig sind. Und ich muss einen coolen Donutteig zubereiten. Wir haben hier einen Berg aus Mehl, schlagen das Ei da auf, kneten jetzt den Teig, bilden einen runden Donut und schicken ihn in heißes Öl. Und wir warten, bis er fertig ist. Und jetzt bin ich an der Reihe, Donuts zu machen. Wir gießen meinen Teig, der so schwarz ist wie meine Seele, ins Gerät. Und hier sind sie schon fertig. Es bleibt noch übrig, ein schreckliches Design zu erfüllen. Und ich muss meine Donuts mit Puderzucker bestreuen, damit sie nicht nur üppig, sondern auch süß sind. Ich muss meine Donuts aus dem Öl holen und süße Farbglasur darauf gießen. Und farbige Streusel kommen drauf. Oh, ups, es tut mir leid. Und wir sind fertig. Wir legen alles auf einen Teller und können es Baby geben. Wow, was für ein Leckerbissen. Ich möchte schnell die Donuts von Wednesday probieren. So lecker. Ich will die alle essen. Und was haben wir hier? Omas Donuts. Wow, lecker. Und was haben wir noch? Wir kommen zu Enids Donuts. Sie sind so bunt. Oh ja, sehr lecker.
Aber ich denke, Wednesday gewinnt. Es war sehr lecker. Jetzt will ich Pommes. Sind alle bereit? Perfekt. Und es geht los. Oma, geben Sie mir bitte den Schäler. Er gehört definitiv mir. Und meine liegt hier. Oh, oh nein, was ist das? Jetzt können wir schnell mit diesen Kartoffeln fertig werden. Oma, kannst du mir bitte helfen, die Kartoffeln herauszuholen? Oh, danke. Ja, hier sind deine Kartoffeln. Und jetzt schneiden wir alle Kartoffeln in kleine Stücke und färben alles in Regenbogenfarben. Perfekt. Es ist Zeit, sie in Öl zu werfen. Und es klappt. Ich werde sie in Form eines Regenbogens auf den Teller legen, damit es Kim sicher gefällt. Ich habe es so gut gemacht. Nice. Es ist perfekt geworden, Enid. Und meine Kartoffeln sind auch fertig. Oops. Vielleicht probieren wir sie. Oh, oder auch nicht. Wir legen sie in eine Form und gießen Ketchup darauf. Oma hat schon alles vorbereitet. Danke, danke. Oh, thank you. Und was ist mit Wednesday? Ich bin fast fertig. Ich muss die Kartoffeln auf einen Teller legen und sie mit der richtigen Farbe bemalen. Die schrecklichen Kartoffeln sind fertig. Nice. Enid, oh, okay, beruhig dich. Wow, wie viele verschiedene Pommes. Ich möchte alles unbedingt ausprobieren. Oh, die Regenbogenkartoffeln sehen so süß aus. Und jetzt bewerten wir den Geschmack. nicht schlecht. Okay. Und was kommt als nächstes? Das sind normale Pommes. Probieren wir sie aus. Wow, lecker. Und was ist hier? Schwarze Pommes? Ungewöhnlich. Probieren wir. Oh nein, das ist Mist. Aber Omas Pommes schmecken lecker. Oma hat gewonnen. Oma, schlaf nicht. Meine Zeichnung ist fertig. Ich habe so Lust auf Pasta. Perfekt. Und es geht los. Jetzt schicken wir die Spaghetti zum Kochen in eine Pfanne. Und ich mache meine Spaghetti selbst. Oh, ich möchte irgendwie niesen. Ups. Alles ist in Mehl. Verzeiht es mir. Ups. Und wir fangen an mit dem Kochen. Wir können ein bisschen mit den Eiern herumspielen. Oh, gut, eins ist auch genug. Wir kneten einen leckeren Teig. Schön. Jetzt müssen wir ein paar gleiche Kugeln daraus ausrollen. Und jetzt kommt das Interessanteste. Wir färben sie in alle ihre Lieblingsfarben. Jedes Stück kommt durch dieses spezielle Gerät und meine Regenbogennudeln sind fertig. Cool. Sind meine Nudeln schon fertig? Gut, wir müssen alles auf einen Teller legen. Oh nein, ich sehe nichts. Wo ist Ketchup? Ich muss ihn zur Spaghetti hinzufügen. Oh, ich habe ihn gefunden. Vielen Dank. Oh nein, ich bin voll mit Ketchup. Wir müssen alles schnell abwischen. Puh, jetzt sehe ich alles. Die Sehkraft ist wieder perfekt. Wir gießen Ketchup auf die Spaghetti und wir sind fertig. Wednesday, was hast du vorbereitet? Ich habe Spaghetti gekocht. Wir müssen sie auf einen Teller legen und schwarz färben. Oh, Sing. Danke, du hilfst immer. Und hier fehlt definitiv noch etwas. Was hast du mir gebracht? Das ist genau, was ich brauchte. Wir legen die Finger auf die Spaghetti und gießen etwas Ketchup dazu. Oh, das sieht so beängstigend aus. Oh ja, aber meine Nudeln sind auch fertig. Wir sind bereit. Was haben wir denn hier? Oh nein, diese Spaghetti sehen sehr beängstigend aus. Nein, nein, ich will sie nicht. Ich probiere lieber diese Spaghetti. Wow, so lecker. Und was ist hier los? Wow, Regenbogenpasta. Toll. Das ist unglaublich lecker. Enid, du hast gewonnen. Wirklich? Oh, danke, Schwester. Meine Zeichnung ist fertig. Ich möchte einen leckeren Kakao. Würdet ihr es für mich machen? Natürlich. Während du redest, fange ich bereits an zu handeln. Ich muss den Kakao und die Milch in einen Topf geben, alles gut umrühren und aufwärmen. Perfekt. Oma, du bist wirklich die Beste.
Und, was soll ich tun? Ich möchte Kakao aus Schokolade machen. Sie ist farbig und unglaublich lecker. Wir schicken die Schokolade in einen Topf und lassen sie schmelzen. Ich muss mehr Zucker hinzufügen, damit es sehr süß wird. Stop! Ah, na gut. Oma, ich lege nur ein bisschen hin. Siehst du? Ein bisschen Zucker. Schaut sie nicht mehr hin? Gut, wir schütten den ganzen Zucker herein, damit es Kim sicherlich gefällt. Annie, ich habe mich doch nur kurz umgedreht. Das ist zu viel. Ah, wo habe ich aufgehört? Genau, ich muss etwas Milch einfüllen. Aber diese Flasche ist sehr schwer zu öffnen. Komm schon, geh auf. Nein, die ganze Milch ist auf mich geflossen. Ich glaube, so viel reicht für den Kakao. Mmh, es schmeckt. Was für eine leckere Glasur. Wir dekorieren das Glas, damit es Kim lecker schmeckt. Und wir füllen den Kakao ein, fügen etwas Schlagsahne hinzu und viele Süßigkeiten. Und ich bin fertig. Wie gefällt euch mein Getränk? Oh, vielen Dank. Danke, Oma. Oh, ihr seid so süß, dass es schon zu viel ist. Ich werde den Kakao in einem Glasschiedel servieren. Oma, wie geht es Ihnen? Haben Sie Angst? Also ein tolles Glas. Ich brauche Milch für den Kakao, Kakaopulver und ich füge etwas Blut hinzu. Ha, es ist doch nur ein Sirup. Jetzt gießen wir alles in ein Glas. Perfekt. Oben kommt eine Kappe aus schwarzer Creme und leckere Streusel. Und ich bin fertig. Wenn alle fertig mit dem Kochen sind, dann lass uns Kims Meinung hören. Wie viele Leckereien. Ich möchte mit Wesley's Kakao anfangen. Er ist genauso rot wie meine Haare. Und das ist definitiv von Oma. Lecker. Und dieses Regenbogengetränk ist definitiv von Enid. Wow, wie lecker. Ich denke, es gewinnt. Eine schwierige Entscheidung. Aber Enid gewinnt.